Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 176. Genau, wieder mit Kaylin. Hallo. Versuche ich mich hier noch ein bisschen vorzuschleichen. Heute ist es eine besondere Folge. Genau, ich höre mir gerade noch die Übertragung an. Jo. Alles klar, genau, Folge 100, das heißt, wir machen heute eine Speziallänge und zwar gibt es jetzt heute, wie bei mir schon immer üblich bei der 100. Folge, eine Stunde lang Content, beziehungsweise die einstündige Folge. Hier war ich ja echt noch gar nicht drin. Warst du da komplett ohne mich? Wo bist du denn? Bei V9. Nein, da war ich noch gar nicht. Okay. Achso, natürlich, da kann ich jetzt auch nicht hin, weil ich natürlich von der Brutmutter angegriffen werde. Ja. Ich habe hier aber auch gerade wieder welches. Okay, ich komme jetzt zu dir. Zigaretten. Kap. Ach Mist, hier entsperren Stufe 3. Ist irgendwo noch ein Terminal? Komm. Komm, Kay, du schaffst das. Ah, oh, jawohl. Jawohl, ich bin hier. Hier. Ah, ich kann in der Powerrüstung kein, weil ich keinen Helm habe. Oh, hier ist noch eine große Waffe. Cool. Oh, die kann mir, tatsächlich dann gleich, wenn wir wirklich gegen die Dings kämpfen müssen, sehr gut helfen. Was ist mit der Wackelpuppe? Ah, mit dem Helm? Leute, Freude zurück, letzter Tod. Ich habe hier gerade noch eine Wackelpuppe für große Waffen gefunden. Die ja ganz, perfekt. Die sich dann halt dann für die Minigun lohnen würde. Perfekt. Allerdings habe ich jetzt auch keinen Questmarker mehr. Bin fertig. Das ist jetzt wo ganz anders. Südöstlich da. Jägerverzweifel gesucht und Bauch der Beste. Genau. Südöstlich ein bisschen. Bei dem Minensymbol. Da habe ich die nutze den Notfalltransponder der Bruderschaft. Bei dem Minensymbol? Ich habe auch kein Minensymbol da. Einfach nur südöstlich von unserer Position und nördlich vom Außenposten Delta. Nördlich vom Außenposten Delta. Da habe ich, sehe ich nichts. Nichts. Aber du hast die das Symbol, ne? Den Steinhaufen da mit dem kleinen Häuschen davor. Ja, genau. Also was auf der Karte. Aber ich habe da keinen Schnellreisepunkt, genau. Schnellreisepunkt selbst habe ich auch nicht. Warte. Kann ich nicht die Markierung markieren? Warte mal, ich mache einfach mal gerade alle anderen Quests weg. Nö, ne, das ist ein Plan. So, hier so ein bisschen weiter nach links dann. Ja, ne, da habe ich keine Markierung tatsächlich. Oh. Na gut. Wenn wir da jetzt genauso straight hingehen, dann müssten wir da eigentlich hinkommen. Vorsicht! Ihr könnt gerne wieder gehen. Ah, warte mal, ich hab. Ah ja, genau, jetzt habe ich. Okay, das ist diesmal kein Kreis, sondern wirklich nur ein Punkt. Okay. Ich hab die Markierung. Okay, okay, gut, 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 gut. Müssen wir nur noch an der Dings vorbeikommen. Dem Viech. Jetzt sind die Gräben auch gar nicht so schlecht hier. Ja, glaube ich auch irgendwie. Geht's nicht weiter?
Sind wir zu fett? Nein, ah, ich will hier durch. Wurdest du entdeckt? Nein. Ja, ich schon, ich warte dann kurz. Jetzt bin ich auf Vorsicht und jetzt bin ich auf Gefahr. Ah, Mann. Die Minigun nicht jetzt schon verwenden. Ja, wäre jetzt auch nicht so helle jetzt schon. Ja. Oh, falsche Richtung. Andererseits. Ich habe keine Munition leider dafür. Oh wow. Das ist jetzt gewischt. Achtung, links neben dir verbrannte. Okay, die macht jetzt ja auch nicht wirklich viel Schaden. Und ist leer. So schnell sind 300 Schuss weg. Na, das habe ich mir tatsächlich jetzt ein bisschen effektiver vorgestellt. Ich habe jetzt einen Schnellreisepunkt jedenfalls schon mal. Super. Ach, da hinten ist es okay. Genau. Hallo. Dass die Schallwellen da durchgehen. Ja. Den Bergarbeiter gut aufziehen. Wir müssen eh rein in die Mine. Ja. Ja, wo ist der Eingang? Da. Da. Aber zumindest vielleicht ein bisschen ruhen. Vielleicht kommen wir dann auch an einem anderen Punkt wieder raus, wo dann nicht ganz so viele Brandbestien rumschwadronieren. Sonst könnten wir auch von drinnen wegreisen. Stimmt, ja, genau. Ich vergesse immer, dass man ja bei dem Spiel tatsächlich von Innenräumen auch schnell reisen kann. Ja, das ist schon sehr praktisch auch. Hm. Ich glaube, ich will tatsächlich dann mal meine Vorrüstung hier stehen, dass ich nicht die ganze Fusionskerne verbrauche. Ich hab zwar genug, aber ich will das auch nicht. Ja, irgendwann hast du nämlich nicht mehr genug. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Du hast halt nur Fusionszellen. Kram war was zum Essen, ne? Ich schon paranoid. Ja, oh, da kniet einer, ne? Quatsch. Den ganzen Viechern, die uns jetzt ja verfolgt haben, die letzten Folgen. Ist das jetzt echt sehr entspannt? Genau. Abbaubot. Ja, hier war auch einer. Brauchst du für 3 Sekunden zurückrufen? Ja, dann mach du mal. Hier geht's übrigens nicht weiter, also zumindest nicht Richtung Signal. Dann gehen wir mal hier rum. Ich hab das Gefühl, das bringt vielleicht doch ein bisschen mehr. Ne? Glaube ich auch. Sind wir vorbeigegangen? 2%. Vielleicht ist auch irgendwo eine Kurve. Ja. Stimmt. Ja, okay. Ja, es ist ein. Es ist egal, wo du lang gehst. Ja. Das ist
Power-Rüstung wieder im Inventar. Okay. Hier rechts sein. Oh. Hallo. Kochstation. Und Schrotpatronen. Cool. Da hat jemand einen Knochenarm auf dem Teddy und einen Pömpel gesetzt. Wird halt hier auch alles schön sauber gehalten. Das ist wahre Kunst. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich wieder 0%. Ich hoffe, das ändert sich nochmal. Ja, ich auch, ich auch. Was bist du? Oh, Trazit. Total ultra, das zieht. Oh. Ja, wir werden verfolgt. Da zieht's auch ultra. Ja. Das, wenn die Fenster nicht so abgedichtet sind. Ja, genau. Ah, da wäre 5mm-Patronen wieder dabei. Die nehme ich jetzt tatsächlich mal wieder mit. Ja, jetzt sind sie ja auch hilfreich. Ja. Obwohl, naja, also wie gesagt, die hat halt echt nicht viel Schaden gemacht, die Minigun. Ich glaube, dass da ja der SPS interessant ist. Ja. Aber selbst damit, also ich habe, wie gesagt, ich habe da halt jetzt so gut 300 Schuss rausgeballert und das hat der halt, ich weiß noch nicht mal, ein Siebtel abgezogen gehabt. Oh wow, okay. Was sowieso, du hast halt nichts, also kaum gesehen, dass das irgendwie was bringt. Ja, da zahlt das sich dann auch nicht wirklich aus. Nee. Okay, wir kommen raus. Mhm. Obwohl 5mm sind jetzt auch nicht unbedingt ein großes Kaliber, ne? Ja. Aber der eine meinte doch, dass die so gut wäre gegen die. Ja gut, die haben wahrscheinlich dann die aufgemotzten Versionen benutzt. Ja, vermutlich. Ja, vielleicht haben wir hier ja Glück. Oh, ein Fusionskern, sehr gut. Oh, Gatling-Laser. Alles klar. Gatling-Laser hört sich gut an. Achso, da. Was braucht ihr denn an Muni? Eigentlich Plasma, oder? Willst du die haben? Ich nutze keine Plasma eigentlich. Nee, ich meine, weil ich habe ja die normale Gatling schon. Oder ja, pack mal her. Warum spawnt der eigentlich? Ich brauch Kerngedöns, okay. So, wo war er? War ablegen. So, da. Liegt hier im Dunkeln. Vielen Dank. Wo bist du denn? Gatling Laser. Hier wäre noch ein Raketenwerfer. Oh, ich habe ganze 3 Schuss. Ah. Oh, 455. Ah, ja, das sind Magazine wahrscheinlich. Ja, der nutzt Fusionskerne. Eieieiei. Mhm. Warte mal, ich denke mal, das fährt jetzt die Brücke aus, oder? Ja. Schlechte Neuigkeiten, Holoband. Juhu, wir haben ja diesmal Zeit. Ja, stimmt. Das gefällt mir nicht, Sam. Kein bisschen. Die wollten hier unten einen Atomsprengsatz zünden? Und wozu nochmal? Um irgendeine Art radioaktives Glas abzubauen? Wie hat es dieser Laborkittel genannt? Ultrazit? Wir wissen beide, dass der Hauptschacht kaum hält. Das ist ziemlich übel. Du darfst das nicht zulassen. Okay, eine Atombombe hier unten.
macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Beziehungsweise macht ziemlich viel Bumm. Ja, aber wie gesagt, wenn man dieses Ultrazit braucht, macht das natürlich, also dann wäre es halt schon wieder verständlich. Ja, stimmt. Was, hast du das Vieh hier schon gesehen? Hm? Das hier so Richtung Westen liegt. Oh. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht rein. Ich meine, das lebt zwar nicht mehr, aber... Meierlöck. Ah, das könnte eine Meierlöck-Queen sein, oder? Nee, die sah doch anders aus, oder ehe ich mich? Eine Größe. Plündern, ja. Das ist eine Meierlöck-Queen. Da ist ein Meierlöck-Jäger auch. Mal richtig eklig, ey. Oh. Ach, warte mal, waren wir jetzt... Wo waren wir denn eigentlich? Ich hätte gerne hier nur so eine Umgebungs... Also eine Game. Wir sind von Südosten gekommen. Okay, das heißt, wir können hier weiter. Da waren wir noch nicht. Genau. Ah ja. Baylor Queen war nämlich auf der linken Seite. Gut. Und noch ein Unfall. Also gut, ganz ruhig. Ich höre dir zu. Du nimmst das auf? Wir kommen du jetzt warst doch einverstanden, dass das unter uns bleibt. Das dient alleine dem Zweck der Protokollierung unserer Unterhaltung. Na klar, du wirst das doch einsetzen, damit ich entlassen werde. Ich bin auf deiner Seite. Ich... Den Teufel bist du! Ich bin auf deiner Seite. Aber ich habe ebenfalls einen Vorgesetzten. Ich habe so viele wie möglich von euch behalten. Zu einem Viertel des Lohns. Billy, ich... Habt einfach das Gehalt gekürzt. Darf ich mal ausreden, verdammt nochmal? Ich hätte sonst noch mehr Leute entlassen müssen. Das konnte ich nicht. Wir sind hier alle eine Familie. Ich gebe mein Bestes. Das ist für keinen von uns einfach. Für diese verfluchten Eierköpfe ist es einfacher. Ich weiß, ich kann diese Schreibtischhengste auch nicht leiden. Ich wäre diese Herrscher am liebsten alle los. Aber ob es uns gefällt oder nicht, mit ihrem Glas werden unsere Rechnungen bezahlt. Meine Rechnungen nicht. Was sollte ich deiner Meinung nach tun, Billy? Hm? Was verdienen diese Wissenschaftler? Mindestens das Zehnfache. Was, wenn es einen kleinen Unfall gäbe? Billy. Das meinst du nicht ernst? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was ich sagen will ist... Was zum... Ein Beben wie dieses war nicht geplant. Was zum Teufel war das? Ich war es nicht, Boss. Ehrlich. Atemgeräte, sofort! Okay. Scheint alles nicht so rund gelaufen zu sein. Nein, aber die Schreibtischhengste, ne? Wer kennt es nicht? Genau. So, dann gucken wir, was du noch zu sagen hast. Oh, guck mal auf deine Strahlung. Oh, ja. Die Ultrazit-Vorführung. Ist klar. Warten des Abbaubots. Na dann. Gut, dass sie so viel Zeug haben. Das stimmt allerdings. Ja, ich glaube, wir haben die ganze Zeit auch in diesen Untoten rumgestanden. Ja, das stimmt. Und das Wasser war auch nicht so gut. Ah, ich habe tatsächlich mein Scharfschützengewehr leer geschossen. Also noch ein Magazin drin. Gut, dann gibt es jetzt Schrotflinte. Bestie ist allerdings tot. Boah, das ist krass. Höhlengrille, genau, die haben mich ja vorhin zerlegt. Ja, hier haben sie ordentlich gewütet. Nebelkriecher.
Dann haben wir noch nicht gesehen, ne? Nee. Mach mal Foto. Wir haben ja nicht selber erlegt. Ja, genau. Das wir brüsten uns nicht mit Sachen, die wir nicht getan haben. Aggressor-Grundtopf. Topf, Kopf. Da. Noch ein Nebelkriecher. Warte mal, ich könnte tatsächlich auch mal was zur Heilung benutzen. Alle Königin Fleisch. Okay. Kuchen. Ich will auch was abhaben vom Kuchen. Du kannst verdorbenes Zeug haben. Nee, darauf verzichte ich, glaube ich, lieber. Und der wollte da irgendwie raus, wie es scheint. Ja. Das tut mir richtig leid. Okay, in die Richtung geht's halt erstmal nicht weiter. Genau. Vielleicht hier eben, Richtung Norden. Ja, stimmt, das könnte tatsächlich was sein. Was ist das? Eine Tür zum Aufschließen? Im Lagerraum. Weißt du, wir stehen uns schon so oft im Weg rum. Ja. Stell dir mal vor, wenn wir zu viert unterwegs sind. Ja, genau. Noch schlimmer. So. Hier waren wir aber auch noch nicht. Hier waren wir noch nicht drin, nein, tatsächlich nicht. Das sieht echt krass aus mit der Brandbestie, die hier einfach so liegt. Ja. Ah. Nice. Okay. Die mache ich mal auf. Ja. So. Gemütliches Kissen in einer großen Kiste. Das ist wahrscheinlich das eine, das spezielle Kissen des Chefs. Genau. Besonders flauschig. Ach, jetzt hätte ich echt gern ein gemütliches Kissen. Ah, ich hänge hier fest. Es gab einen Unfall. Ein Eimer bei Abwurfstelle D4 hat sich gelöst und ist hochgegangen. Schacht eingestürzt, hab die meisten rausbekommen. Aber ich stecke fest. Osttunnel von Haupt D, glaube ich. Spielt eh keine Rolle mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Hab gehört, Doc Sally meinte, die Chinesen hätten die Große abgeworfen. Gott, wenn das stimmt. Falls jemand das hier findet, bringt es zu meiner Frau. Wir hatten einen guten Lauf, Schatz, oder? Weißt du, ich erinnere mich noch an unser erstes Date in der Billardhalle. Keine Ahnung, wer gewonnen hat oder was im Radio lief. Aber an dich erinnere ich mich. Wie es sich angefühlt hat, dich anzusehen. Wie du mich angesehen hast. So fühlt es sich immer noch an. You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy when skies are gray. Oder so.
Oh. Auf einmal sind hier Verbrannte aufgetaucht. Schon, warte mal, sind wir hier schon gewesen? Nee, oder? Hier sind wir noch nicht lang, nein. Und Snellygaster. Yay. Worauf den Snellygaster? Nee, nee. Meierlöhrenkrille. Okay. Gut, da vorne leuchtet noch was. Ja. Meierlöhrenjäger. Setz ich mal. Achso, ich hab wieder keine Ausdauer. Ich hab keinen Schuss mehr. Da ist noch einer. Cool. Ein hoch auf den Schleichangriff. Ich habe auch Fäule. Aber ich habe kein Heilmittel mehr. Ist mir mein letztes, dein letztes gegeben? Ne, mein vorletztes. Mein letztes habe ich selbst verbraucht tatsächlich. Dann. Ja, vielleicht, ich finde eh wieder eins, sonst habe ich eins im Lager. Ja. Gehen gerade Sachen kaputt. Ich habe einfach nur einen Verbrannten weggeblasen. Ach so. Na dann. Ah, ich habe hier 99. Okay, ich glaube, wir nähern uns langsam der Sache. 99 weil, hört sich schon mal nah an. Allerdings, na gut, wir kommen wahrscheinlich noch mal höher. Stimmt, stimmt. Oh, Toilettenpapier. Cool. Oh, cool, 2 Fusionskerne. Nicht schlecht. Was gibt's für mich? Schrot und Schießpulver. Mhm. Noch ein Gläubiger. Hier gibt's Schienen, denen man folgen könnte. Ja. Hier Schuss. Oh, hier ist aber auch noch ein Gebäude. Ach nee, das ist einfach nur hier eine Abzweigung gewesen. Ist da unten vielleicht auch was? Ich guck mal, also ist zumindest ein Abbaugedöns. Abbaubot. Trazit. Hier liegt auch ein Abbaubot im Wasser. Bauen auch ganz schön ab mit der Zeit. 2 Teddys. Drei Teddys. Ja. Soll das vielleicht irgendwas darstellen? Gruben-Teddys. Oh, ich habe gerade Texturen flimmern. Hm, auch schön. Hier ist irgendwas. Ah, du bist da. Ich habe da noch daneben geschossen. Leistung von meiner Seite gerade. Da gibt es eine ganze Menge Ultrazit, aber. Das stimmt. Und dadurch, dass hier so viel Ultrazit ist, haben sie wahrscheinlich die Atombombe gezündet. Ja. Ups, so, ich warte jetzt mal gerade hier, bis meine Ausdauer wieder aufgeladen ist. Das setze ich nach dem Plan an. Auch schon wieder überladen? Nee. Ja. Aber ich laufe jetzt so mit dem Schwert rum. Mhm. Hilft ganz gut. Und ich hau mir auch. Theoretisch könnte ich eigentlich die Powerrüstung wieder anziehen. Ich habe jetzt ja wieder 2 Fusionskerne gefunden und mit der rumlaufen. Dann bin ich ja nicht mehr überladen, aber. Ich nutze halt mein Schwert. So als kleiner Boost, aber den kann ich auch nicht mehr lange. Das kann ich auch nicht mehr lange. Ja, nee, bei mir bringt es schon nichts mehr. Ja, wenn ich was ist jetzt los? Wenn ich eine Waffe brauche, dann kann ich es eben nicht nutzen, leider. Ja. Also bin ich wieder langsam. Na gut, wie gesagt, ich bin jetzt auch bei 218 wieder an
Überladenheit. Jetzt nimmst du auch wieder alles mit, was du findest. Ja. Ja, alles, wo irgendwie Dings dran ist. Eine Lupe. Kriege ich dich? Ja, offen. Zweiter Versuch. Ja, die Granaten lasse ich. Nimm nur die Splitter mit tatsächlich, weil sonst muss ich immer wechseln. Ich könnte tatsächlich mal generell Granaten auswählen. War das noch eine Todeskralle? Warte mal, ich pack die Granate hier hin. Ja, wir kommen der Sonne aus so. Was ist das denn? Kommt der Sache aber echt näher. Sieht auch aus wie ein Scorch-Spieß. Ja. Hat er nichts zu plündern. Hier ging aber ein Kampf ab, ey. Mhm. Ja, die sind wahrscheinlich halt dann dadurch auch alle so weit angelockt worden. Ja, stimmt. Ich vermute, dass sie auch nicht damit gerechnet haben, dass so viel kommen. Mhm. Oh. Du noch versteckt? Ja. Ich auch noch. Ich bock den mit der Spuin. Ja, nicht. Und die hat halt auch noch so ein Dings-Symbol. Röhnchen? Grün, ja. Ist wahrscheinlich an ihm vorbei. Ich glaube auch. Dann kann man ja mal noch Ultrazit sammeln vorher. Das geht aber. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so gedacht, dass man sich hier vorbeischleichen kann. Und das ist dann der Responder. Biel, hör auf zu ruckeln. Also komplett einzufrieren. Bin froh, dass gerade die Brandbestie sich nicht bewegt. Ja, ja. Ich hab gerade noch ein ziemlich cooles Waffenzimmer gefunden. Soldatenuniform. Warte. Dann hören wir uns mal die letzte. Moment. Nimm das Ding sofort in Betrieb, Ritter! Oh, ja, sorry. Es ist in Betrieb, Paladin! Nehmt das! Unterstützungsfeuer! Platziere die Ladungen. Jetzt oder nie. IL-7 ist die Endzone, die Zentrale der Bravos! Taggarty, schaust du dir das mal an? Diese Ausrüstung. Ist das hier ein Labor? Was zum Teufel haben die hier getrieben? Zuerst die Mission. Bring die Ladungen an. Da ist noch ein Tunnel. Ah! Achtung! Achtung! Wenn wir es nicht schaffen, Brüder, dann zielt auf diese Koordinaten. Finde diejenigen, die diese Dinge erschaffen haben und... Bad Victoria. Okay, wir lassen dich mal, du Brandbestie. Leben und leben lassen. Genau. Wir sind ja heute mal nett. Wir wollen jetzt nicht unsere Überlegenheit mal wieder demonstrieren. Ja, genau, das ist der Grund. Aber du hast recht, wir kommen woanders raus. Mhm. Jo, Ultrazit wieder. Ultrazit? Ich mach das voll paranoid, wenn ich weiß, dass da etwas in der Nähe ist. Luck. Hm.
Okay, ich glaube, dann haben wir hier soweit alles. Kann ich dann echt nicht runter? Nein. Achso, ich bin jetzt gerade schon raus. Ist da noch was Interessantes? Nee. Gut. Nee, da war nur noch einmal Ultrazit. Ah, doch, ein Holoband. Sorry. Dann komme ich nochmal runter. Bin ich denn hier? Oh, einfach ein bisschen weiter östlich. Wo ist denn das Quartier eigentlich? Ah, das ist wieder im Hauptquartier, okay. Na gut, dann schauen wir mal nach dem Holoband. Ah, ich komme, glaube ich, nicht mehr runter. Ja, okay, alles klar, hat sich erledigt. Aber ich kann sie, glaube ich, droppen. Genau, das ist eine gute Idee. Und hier ist auch eine Werkbank. Ah, da so. Okay, schade, das ist nicht besser als das Scharfschützengewehr, was ich habe. So, wer war das jetzt nochmal? Oh, das war Teil 6. Ich glaube, wir haben einiges übersehen. Ah ja. Ja, wahrscheinlich. Ich muss mir den Rucksack fallen lassen. Zu schwer. Alles war umsonst. Ich konnte meine Jungs nicht rächen. Sie ist nicht allein da unten. Da sind noch andere, kleinere Kreaturen. Jep, da haben wir echt einiges. Oh. Das verpasst. Bin echt viel verpasst. Da. So. Niemals. Wo geht's jetzt hin? Ich werde echt nicht mehr aufzuwaschen. Ne, wieder zur Irrenanstalt. Sofort da, Fiance. Ah, da. Genau. Red Rocket. Na komm. Na gut, dann reise ich gerade zu dir. Ich glaube, ich habe auf Abbrechen gedrückt, aus Versehen. Was? Ja, das war aus Versehen. Das war nicht, weil ich jetzt irgendwie 12 Kronkorken sparen wollte. Was, du Sparfuchs? Wüstenrot. Ja. Verbrannte Fanatiker, verbrannten Fanatiker. Ja. Hier ist einfach die Basis komplett egal ist. Dass man hier hängen bleibt. Mhm. Auch kein so großer Freund davon. Hallo? Ah, jetzt. Wollte ich irgendwie nicht rein.
dann mach ich hier rum. Okay, das ist ja echt angenehm schnell. Glück gibt es Aufzüge. Ja. Oh. Oh, hallo! Ja, der ist halt auch gerade bei mir, also noch unten gespawnt, witzigerweise. Jetzt haben wir ihn mitgenommen. Ja. Diese blenden Aufzugpassagiere. Ja. Oh, Halleluja. Hier ist noch was. Hi. Okay, jetzt bin ich auch mit Power-Rüstung überladen. Aber hey, hier kann ich ja mal tatsächlich reparieren. So. Ist der eine jetzt hier gespawnt vor deiner Nase? Ja, aber den habe ich gerade weggehauen. Das sind persönlichen Aufzeichnungen. Okay, die kommen mit dem Aufzug hoch tatsächlich. Okay. Weil da stand gerade wieder einer im Aufzug drinnen. Wahrscheinlich der Entwurf ist es, oder? Nee, Quatsch, das war's nicht. Das war jetzt hier das Herz des Feindes. Hier ist wieder Hundefutter. Ah, da ist noch was. Meine, hier soll auch Mission 91. Ist die Verbindung gut? Ja. Ich empfange dich. Ausgezeichnet. Ich übertrage jetzt das Programm. Wir werden es mehrmals schicken. Die Störungen bringen die Datenintegrität total durcheinander. 3 Kopien dürften ausreichen, um alle Beschädigungen zu umgehen. Wir haben uns hier den Kopf zerbrochen, bis uns eingefallen ist, wo du dieses Programm einsetzen kannst. In der Vault-Tec-Universität. Kommst du dorthin? Die VTU? Scheiße. Das ist so ein bisschen das Gefühl. Wer? Das spielt keine Rolle. Ja. Wenn ah, warte mal, jetzt kommen wir hier rein. Alles klar, okay. Gibt es dort ein ja, okay, da ist das Terminal. Okay. Und das Bauplan für eine Artillerie. Cool. Gibt es noch andere Optionen? Nein. Für eine Artillerie hört sich gut an. Ich übertrage auch weiterhin jede brauchbare DNS-Probe, die du von diesem Analyse von der Brandbestie erhalten kannst. Wir helfen, solange wir können. Ja, eine Lösung? Ah, ja. Kannst du in diesem Labor die nötigen Informationen finden? Laut unseren vorläufigen Ergebnissen. So. Kommt es ja, möglicherweise eins der Raketensilos, dass die Bedrohung nicht eingedämmt wird? Oh Mann. Hör zu. Das hört sich ja schon fast nach Ende an. Dass wir an dich denken, Grant. Danke. So, Ultrazit-Power-Rüstung. Ah, sehr schön. Die ganzen persönlichen Notizen. Okay, sehr schön. Damit hätten wir das abgeschlossen. Was gibt es an Belohnung? Power-Rüstungs-Chassis. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Bauplan für eine Minigun. Jetzt hast du eine, jetzt bekommst du noch eine. Ja, ja. Zusätzlich. Uncle Sam. Okay. Hm.
So, verwerten wir erstmal. Oh, ich habe tatsächlich keinen Shot gekriegt. Erstmal die T-Dinger da. Kryolator. Der kann weg. Die Kampfrüstung kann tatsächlich auch wieder weg. So, dann würde ich tatsächlich mal gerade meine Dings hier gerne abstellen. Mal gucken, ob ich die jetzt reparieren kann. Da drin. Usch. Ah, das ist tatsächlich eine gute Idee. Ja. Vielleicht kann ich ja auch die mal herstellen. Das. Oh, jetzt fehlt es an Plastik. Aurüstung. Ja. Okay, dafür brauche ich dann also auch noch Plastik. Jetzt fehlt mir schwarzes Titan. Da habe ich so, na, ein bisschen. Aber ja, genau, das mit der Dings könnte ich mal versuchen. Also, Helm. Braucht das mehr? Warte mal. Tatsächlich. Ich glaube, da mache ich doch über die Stufe 25. Ich glaube, sonst reicht mir das nämlich nicht in Sachen. Das reicht auch so nicht. So, ich habe nur eine Hand. Okay, mir fehlt jetzt noch Torso und rechtes Bein. Dafür bräuchte ich jetzt ja, Schrauben und schwarzes Titan. Mist, weil ich dachte, ja, das können wir ja die Quest mal machen. Ja, ich auch. Ich werde jetzt, ich werde mal, vielleicht schaffe ich es die Tage mal ein paar Schrauben und so für uns zu farmen auch. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee, ja. Ich packe vielleicht, wenn ich schaffe, mal den Stream an. Ja. Mach halt noch Quests, die ich von Anfang noch habe und guck halt, ob ich Schrauben und sowas finde. Oder durchsuche einfach so Orte, die mir vorbeigelaufen sind auch. Ja. Ich glaube, das Titan kriegst du von den Todeskrallen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder Brandbest nicht. Ich glaube, Todeskrallen waren es. Ich glaube, das waren Todeskrallen tatsächlich. Ja. Guten Tag. Ach, jetzt habe ich auch endlich mal wieder Geld. Ist auch schön. Das schöne, gute Geld. Ja. Geld, Geld, Geld. Aber ich hack das jetzt nochmal, damit ich hier noch was zum Verkaufen habe. Mhm. Stimmt, hier so ein Händler wäre ziemlich cool. So, Hochleistungsmagnet, Laser. Guck du vielleicht auch nochmal rein, ob du vielleicht Munition findest. Wo? Ganz hinten, links dann in die Waffenkammer, so heißt das. Ah ja. Das hat mich ein bisschen erschreckt mit deiner Rüstung. Ich bin von der Enklave. Nein! Spielkugeln, Handschellen. Ah, tatsächlich. 308. So, jetzt wollte ich gerade gucken, ob ich noch was bauen kann, aber nein. Aber ich überlege gerade mal. Ja. Gab's da bei der Quest nicht eh zumindest ein bisschen was an Ausrüstung zum Bauen? Vielleicht reicht's ja jetzt. Oh, die Aratmaro-Option, die hab ich noch. Stimmt, die beiden Dinge habe ich noch gar nicht angehört hier. Machen wir das mal noch. Ist es dringend, Lizzie? Ältester, ich habe die Berichte von Gelehrter Takano gelesen und auch viel mit Grant geredet. Raus damit. Die Schallgeneratoren funktionieren, aber da draußen gibt es einfach zu viele Bravos. Unsere Strategie zögert nur das Unvermeidliche hinaus. Du gibst doch wohl nicht auf. Nein, natürlich nicht. Aber wir werden vermutlich etwas Größeres brauchen. Etwas mit mehr Durchschlagskraft. Sag schon. Einer der Knappen hat auf Patrouille ein altes Atomraketensilo gefunden. Es ist noch funktionstüchtig. Was? Du auch, Lizzie? Bist du verrückt geworden? Sieh dich doch mal um! Sieh dir das alles an!
Der Tod, die Zerstörung, das Ende der Welt. Das haben wir den Atomraketen zu verdanken. Aber wenn wir nicht ein für alle Mal mit den Bravos fertig werden, könnten sie uns alle auslöschen. Alles Leben auf dem Kontinent. Das hat Takano doch gesagt, oder? Es wird immer einen Grund geben, eine Waffe einzusetzen. Immer. Aber Atomwaffen? Nie wieder. Ich würde diese Technologie am liebsten komplett aus der Welt schaffen. Ist das klar? Ja, Ältester. Diese Sache ist für mich erledigt. Ich will nicht mehr darüber reden. Maxen, Ende. Ja, das ist dann ja verständlich, dass er da mit dem, dass jetzt halt nach allen möglichen Mitteln wieder verhindern will, diese Atomraketen anzuwenden. So, dann hören wir uns noch das letzte Gespräch an. Hoppa, da ist sogar ein Bild von denen. Hab ich ein Scharfschützengewehr? Ah ja, cool. Truppe. Ich habe kurz geguckt, man braucht alle Teile. Lizzie, Takano sagt, der Satellit fällt bald aus. Das war's dann wohl. Ältester, dazu bin ich nicht bereit. Können die Gelehrten denn nichts dagegen tun? Nein. Die Infrastruktur der alten Welt bricht zusammen. Du bist die beste Stellvertreterin, mit der ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es Zeit, dass du die Zügel in die Hand nimmst, Lizzie. Ich weiß, dass du bereit bist. Ich weiß, dass du deine Leute nicht enttäuschst. Roger, wir haben nicht genug Personal für diese Mission. Es kommen immer mehr Bravos. Dann finde neue Rekruten. Finde kreative Lösungen. Ältester, du traust den Außenseitern zu vorschnell. Sie werden dich betrügen. Fängst du jetzt auch damit an, Paladin? Alle um mich herum wollen immer die Außenwelt ausschließen. Sich nur um sich selbst kümmern. Selbst mein eigener Sohn. Aber die Bruderschaft kann nicht ganz allein alles wieder aufbauen. Wir brauchen die anderen. Schließlich geht es bei unserem gesamten Plan um sie. Ich denke nicht an die ferne Zukunft, Ältester. Ich mache mir Sorgen um heute und morgen. Wir sind ununterbrochen damit beschäftigt, die Bravos zurückzuhalten. Ich kann mir keinen Aussetzer leisten. Ich habe Vertrauen in dein Urteilsvermögen. Wenn unsere Gelehrten etwas Neues finden, versuche ich dir irgendwie eine Nachricht zu schicken. Und Lizzie. Okay. So viel dann dazu. Okay, Problem ist, ich bin selbst mit Power-Rüstung mittlerweile überladen. Ich müsste mal gerade gucken. Ah, jetzt komme ich auch mal ins Dings wieder rein. Wie viel hast du denn überladen? Lass mal gerade schauen. 37 von, also 237 von 205. Warte mal. Wie viel habe ich denn? Weil sonst könnten wir eventuell... Vielleicht kannst du mir was abgeben. Yep. Aber dann droppe ich mal die... Achso, ich habe ja noch einen Stufenaufstieg gehabt. Moment. Aber den vielleicht auch noch gerade. Stärke oder Endurance. Obwohl, ich habe mal gesehen, bei Charisma gibt es auch ziemlich coole Perks. Ja, ich glaube, ich nehme Stärke. Waffengurt. Prügler, Bärenstark, Schläger, Blocker, Kugelschild. Groß und schwer. Eisenfaust. Durchladen. Ah, Schrotflinte, genau, sehr schön. Oh nein, Ereignis viel geschlagen. Oder mehr plus 10 Tage passiert hätte. Das wäre schon mal ein Anfang. Ja, stimmt. Na komm, ich mach mal Schrotflinte hier. So, wiegen 60% weniger und werden 20% schneller nachgeladen. Gut. Boah, das ist ein krasser Perk. Weniger und eben mehr Damage.
Gibt's den auch für Stufe 3? Boah, was so, trotzdem bin ich halt noch überladen. Hast du irgendeine überschüssige Waffe, was du mir geben kannst? Die Minigun. Hast du? Achso, Spiel ist wieder eingefroren. Ja, wie gesagt, Minigun wäre halt eine Idee. Dann wären schon mal 18 weg. Das wäre schon mal ein ganz schöner Vorteil. Dann muss ich halt mal gucken, ob ich noch irgendwas rumfliegen habe. Ja, irgendwas an Schrott merkt ihr halt Wasser und ich gebe es dir dann wieder. Ja, ja. Wir merken uns was. So, dann droppe ich mal gerade die Minigun. Dann wäre ich nämlich schon mal bei 213. Jetzt muss ich noch 8 wegkriegen. Die ganzen Drogen mal wegwerfen? Stimmt, stimmt. Das wäre eine Idee. Obwohl, das macht, glaube ich, nicht so viel aus. Ah, doch, das sind 96% habe ich nur in der Hilfsmittel-Kategorie. 96 Gewichtseinheit. So, ist bestimmt irgendwas nicht. Ich habe nichts Verdorbenes da. Gerade. Da kommt hier das Nebelkriecher. Obwohl, das habe ich bisher noch nicht benutzt. Reparatur. Ach, schon, die Wackelpuppen wiegen ja auch was. Ja, Nuka Cherry. Weißt du, was du das nächste Mal tust? Du ballerst dir das nächste Mal alles rein, was geht. Genau. Wenn wir dann gegen die Brandbestie kämpfen. So. Genau. Okay, 14 Nuka Cherry und Minigun. Jo, gut. Ja. Dann, wo sagten. Ja, ich glaube, dann gehen wir tatsächlich erstmal zum Lager. Ja, oh, wäre ich auch dafür. Glaube ich, eine sehr gute Idee mal. Dann beenden wir die Folge halt im Lager. Und ja, dann gibt es halt noch ein bisschen Inventarmanagement zum Abschluss. Genau. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt in der Stunde nichts passiert ist. Nee, tatsächlich ziemlich viel. Ja. Hat's ja doch ordentlich gelohnt. Ah, in deinem Lager, ja, genau da. Mhm. So, da ist es. Hallo Lager, lange nicht gesehen. Ich glaube, ich werde es beim nächsten Mal auch dann wieder umbauen. So, war irgendwas beschädigt? Nö. Ja, das werde ich ja auch mal machen jetzt. Werde ich mein Lager auch mal umdekorieren und umbauen ein bisschen. So, hier mache ich mal zu. Hier mache ich mal zu. Dann mal unsere Ruhe haben. Ja, man weiß ja, was passiert hin und wieder. Genau. Warum steigst du nicht aus? Jetzt. So, ich wollte... Sieht ja auch schon komisch aus hier mit der Rüstung jetzt so, mit den ganzen Bagger-Dingern da noch dran gepackt. Ja, stimmt. Nee, du sollst nicht einsteigen, ich wollte dich eigentlich, ach stimmt, Space war das ja für ins Inventar. Ja, genau. So. Ah ja, stimmt, ich sollte vielleicht dein Zeug auch droppen. Ja, ja. Luca Cherry, hier. Und die Minigun. So, genau. Sogar zwei Power-Rüstungs-Chassis mittlerweile. Okay. Yes. Schwarzes Zahnerz. Achso, das muss ich wahrscheinlich auch rausschmelzen, ne? Mhm. Hätte ich mir doch auch ein weiteres Teil machen können. Ja, das stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier mal noch die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.